Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Online-Marketing und um genau zu sein rund um das Online-Marketing-Sales-Funnel-System, also den Verkaufstrichter. Was macht er? Der beschreibt im Großen und Ganzen die technische Reise des potenziellen Interessenten hin zum Kunden und vielleicht auch Markenbotschafter. Und warum spricht man von dem Trichter, also Funnel, weil er einfach diese, ja sagen wir mal, geometrische Form hat, weil er oben breiter ist. Wir haben viele, viele potenzielle Besucher auf einer Webseite und dann müssen die aber was machen, sich irgendwo eintragen zum Beispiel, deswegen werden es weniger, dann wird es schmaler und ganz unten müssen die was kaufen und dann wird es noch weniger sein, die es tun, also noch schmaler und deswegen ist es diese Trichterform. Was ist jetzt der Aufbau, wenn wir, angenommen Stadtwerk, anfangen wollen, Online-Marketing so richtig umzusetzen und den zum Beispiel damit Kunden zu gewinnen für unsere Energieversorgung, aber auch für irgendwelche Non-Commodity-Produkte. Wir würden uns jetzt erstmal vorstellen, ja, was ist die jeweilige Entwicklungsstufe des potenziellen Besuchers oder Interessenten hin zum Kunden und so weiter. Das heißt, wir würden diesen Trichter jetzt ein bisschen danach unterscheiden, was tut gerade der Mensch, den wir hier irgendwie adressieren wollen. Ja, ganz oben ist da erstmal nur jemand, der von uns gehört hat und gerade irgendwie auf die Webseite gekommen ist oder irgendwie auf Social Media was Interessantes gelesen hat und deswegen zu uns jetzt mal genauer schauen möchte. Das heißt, wir haben so etwas wie einen Lead Magnet dort reingestellt. Der Lead ist der Begriff für den Interessenten und Magnet, also Magnet, weil er jetzt den Interessenten anzieht, weil wir jetzt etwas hingestellt haben, was irgendwie interessant ist für die Zielgruppe. Das ist ja das, was ich in den anderen Videos rund um Online-Marketing schon immer betone. Wir müssen Dinge tun, die interessant sind. Wir sind nicht von alleine als Stadtwerk interessant. Wir müssen Interessantes tun, denn Strom, Gas, Wasser, Wärme ist alles irrelevant in den Gedanken der Endkunden. Die Infrastruktur und den Aufwand dahinter, den sehen die ja nicht. Natürlich sehen die den nicht. Deswegen können die auch nicht unbedingt Wert damit vermitteln. Sondern wir müssen schauen, dass wir irgendwas Interessantes tun oder Interessantes anbieten, ein Bündelprodukt und dann kriegen wir den Kunden auf unsere Seite, dann ist er interessiert. Also wir machen etwas, was ihn magnetisch anzieht, weil wir einen interessanten Blogbeitrag haben, der was Interessantes halt rüberbringt oder weil wir ein Video veröffentlichen, was Interessantes. Was tue ich wohl die ganze Zeit mit meinen YouTube-Videos? Ich mache hier interessanten Content, ich haue Value-Content, also wertvollen Inhalt raus, der irgendwie Fragen beantwortet und dementsprechend auch irgendwie für Interesse sorgt, weil es auch vielleicht weitergegeben wird. Hey, hast du schon von Energiewirtschaft einfach gehört? Guck dir das mal an, der erzählt da über ganz viele Themen der Energiewirtschaft. Wir haben jetzt hier fast 200 Videos auf dem Kanal. Also haue ich Value-Content raus und ziehe damit erstmal Interessenten hin zu meinem YouTube-Kanal und vielleicht auch zu meinen Webseiten. So, Lead-Magnets sind ja das, also da ganz oben am Anfang dieses Funnels. Man spricht in dem Fach Chinesisch für Online-Marketing, spricht man vom Tofu, vom Top of the Funnel. Jetzt geht das Ganze natürlich weiter. Wir wollen den Interessenten, den Besucher jetzt dazu bringen, auch wirklich Interessent oder vielleicht schon Kunde zu sein. Das heißt, wir bauen jetzt so etwas wie ein Tripwire, also den sprachwörtlichen Stolperdraht auf, der jetzt den Besucher dazu bringt, zu sagen, ach, das ist jetzt aber interessant. Also da stolpere ich jetzt ja direkt schon in die Situation, Kunde zu werden und kaufe vielleicht etwas sehr, sehr Günstiges oder trage mich in ein Newsletter-System ein, wo ich dann weiter bearbeitet werden kann oder was auch immer. Na, das macht man ja schlussendlich damit. Man schafft weiterhin Value-Content, man wird weiterhin interessante Dinge liefern, aber jetzt hat man den potenziellen Interessenten schon deutlich näher daran, Kunde zu werden. Also hat man dieses Tripwire geschaffen, was dann irgendwie ein fast schon unschlagbares Angebot ist und deswegen will derjenige sich jetzt hier auch weiter eintragen. Na, man kriegt ein White Paper nur zum Download, wenn man sich auch für den Newsletter einträgt zum Beispiel. Das kennt ihr alle von irgendwelchen Websites. Oder eben, dass man ein ganz, ganz super günstiges Angebot kriegt. Bei uns die Einsteiger-E-Books zum Beispiel, die kosten für Stadtwerke einen Pfennig. Das ist vernachlässigbar. Und dementsprechend ist das immer der erste Schritt, wie diese Stadtwerke zu meinen Kunden zum Beispiel werden.
Dann geht das Ganze aber natürlich noch weiter. Jetzt kommen wir langsam in die Mitte dieses Funnels rein. Und dann müssen wir praktisch die Hauptprodukte platzieren und auch sowas wie Cross- und Upselling möglichst gut aufbauen. Das heißt, jetzt ist er interessiert, jetzt führen wir ihn weiter mit Value Content dorthin zu sagen, hey, ich brauche das wirklich. Und wie wir das ja vermitteln, das haben wir in anderen Videos schon erklärt, zum Beispiel rund um Storytelling, die Heldenreise. Wir sagen halt, hey, du bist der Held, wir sind der Mentor und deswegen schaffen wir es dir hier, deine Probleme zu lösen und zu einem Erfolg zu kommen durch unsere Produkte. Also kauf doch bei uns. Ja? Und das machen wir jetzt also. Wir führen die Interessenten jetzt langsam weiter hin zum Kauf mit verschiedenen wertvollen Inhalten, weiterhin irgendwelcher Content oder billige Produkte oder auch mal eine Rabattaktion oder ein Geschenk, was ihnen dann also wirklich dazu bringt zu sagen, hey, das ist wertvoll, das will ich will kaufen, das hilft mir wirklich, das ist das Richtige für mich. Und dann geht es eben immer weiter runter zum End of the Funnel, zum viele sagen da eben auch, dass ich dann EFU und MIFU für für Middle of the Funnel. So. Wie man das jetzt konkret aufbaut, das sind dann Details, kommt darauf an, was das Portfolio des einzelnen Unternehmens ist, aber im Großen und Ganzen wollen wir tatsächlich mit wertvollen Inhalten, die zum Beispiel nacheinander gestaffelt sind, die Leute dazu bringen zu sagen, hey, ich will hier immer und immer wieder kaufen. Entweder bin ich ein Abonnent, wie bei einer Energieversorgung. Ich kriege jeden Monat immer schön meine Energie, die ich brauche und dafür zahle ich einen Abschlag und ja, am Ende des Jahres meine Rechnung. Das ist ja nichts anderes, wie zu sagen, ja, bei mir, ich zahle irgendwie für die YouTube-Mitgliedschaft 50 Euro im Monat, aber da kriege ich halt auch jeden Monat ein Coaching-Call mit mir zum Beispiel. Na, solche Dinge sind genau die Struktur dahinter. Oder zu sagen, hey, ich habe mehrere aufeinander aufbauende Produkte in mehreren Preiskategorien. Wenn du das E-Book für 20 Euro gekauft hast, dann ist vielleicht auch das E-Book für 60 Euro für dich relevant als Upsell. Oder als Cross-Sell, hey, neben diesem E-Book haben wir noch andere, wir haben einen Online-Kurs, kauf den doch auch noch. So ist das ja bei mir im E-Commerce-Sektor. So ähnlich kann das aber auch für die verschiedenen Produkte sein, die auch ein Stadtwerk oder Energieversorger in seinem Portfolio haben würde. Jetzt gilt es aber immer, diesen Value Content dabei zu produzieren, also dieses Storytelling, über das wir geredet haben, auch tatsächlich in Dinge zu übersetzen, die jetzt den Kunden auch tatsächlich ansprechen und adressieren. Jemand, dem ich da sehr folge, der also mir auch das Online-Marketing im Großen und Ganzen beigebracht hat, nämlich Pascal Fay von Mehr Geschäft, der hat da wirklich ein sehr, sehr schönes Gleichnis erst kürzlich wieder veröffentlicht, nämlich im Großen und Ganzen hat er gesagt, man baut sich halt einen Zielgruppenbesitz auf, indem man praktisch eine durstige Gruppe von Menschen immer wieder mit einem Glas Wasser anfüttert und praktisch immer wieder ein Glas nach dem anderen serviert und sagt, hey, ich habe ja genau das, was deine Probleme löst. Also schaffe ich mir über diese Systeme wie in den Newsletter oder hier YouTube-Abonnenten oder irgendwo Social-Media-Follower, schaffe ich mir meine durstige Meute und denen kann ich immer wieder ihren Durst stillen durch wirklich wertvolle Inhalte, die ich denen eben vermittle. Und dann sind die natürlich richtige Fans, weil deren Durst wird bei mir gestillt. Und dann ist der Weg hin zum Kauf vergleichsweise gering. Ja, also diese durstige Meute immer wieder mit einem Glas nach dem anderen begeistern, ist genau der Weg, wie man das jetzt schaffen kann. Hier die potenziellen Interessenten auch tatsächlich zum Kauf und zum dauerhaften Kauf oder dann eben auch dorthin zu führen, dass sie Markenbotschafter werden und sagen, hey, das ist sowas von toll. Guck du dir das auch noch an, hey, kauf du das auch noch, hey, nimm du auch noch diesen Tarif vom Energieversorger. Das funktioniert im Zweifel richtig gut, wenn man sich sowas nachhaltig aufbaut. Wir können natürlich ein bisschen drüber reden, wie man sowas mit Energiethemen macht, weil wir machen nun genau das seit jetzt über 1,5 Jahren, auch ziemlich erfolgreich, kann ich jetzt durchaus sagen, dass ja auch also praktisch alle Stadtwerke-Seminare, die wir gemacht haben, sind über diesen Weg verkauft worden. Das ist natürlich dann auch ein Zeichen dafür, dass es funktioniert, wenn man das richtig macht. Auch wir lernen immer noch draus, aber genau deswegen können wir natürlich auch sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, aus eigener Erfahrung. Also, wenn ihr das in einem Seminar haben wollt, geht mal auf energiewirtschaft-einfach.de im Bereich der Akademie und der Seminare. Da haben wir was zum Online-Marketing und Content-Marketing. Oder ihr könnt sowas auch consulten, wenn ihr da noch mehr Begleitung haben wollt, sind wir im Zweifel die Richtigen. Also, wenn ihr erstmal grundsätzlich noch Fragen habt zu diesem Marketing-System, zum Marketing-Funnel, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.